Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir wollen Sicherheit, soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Es gibt seit 30 Jahren große Studien der R&V-Versicherung, die untersuchen lässt, wie die Befindlichkeit und die Risikoempfindung der Menschen in Deutschland ist. Die Studie von 2023 zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten und vor unbezahlbaren Wohnungsverhältnissen hat. Ganz ähnliche Daten liefert der Global Risk Report. Während im 10-Jahres-Trend als größtes Risiko das Versagen im Umgang mit dem Klimawandel genannt wird, stehen bei den unmittelbaren Befürchtungen die Lebenshaltungskosten auf Platz 1. Die Verunsicherung ist im Umfeld der Menschen direkt angekommen. Die Angst vor sozialem Abstieg hat angesichts der Inflation große Bevölkerungsschichten erfasst. Und es wäre eine naheliegende praktische Antwort, die Löhne zu erhöhen und die sozialen und demokratischen Infrastrukturen nachhaltig zu stärken. Leider passiert das Gegenteil. Die Bundesregierung hat einen Sparhaushalt vorgelegt, der in allen sozialen Bereichen Einschnitte vorsieht. Die Sozialverbände, die Caritas und Diakonie schlagen Alarm. Ich spreche gerade über die Rahmenbedingungen, vielleicht hören Sie einfach zu, dann verstehen Sie das. Dass es zukünftig eben kein soziales Netz mehr geben könnte und bei den Arbeitseinkommen gibt es viel zu wenig Bewegung. Die minimale Anhebung des Mindestlohns hat Kaufkraftverlust zur Folge. Das heißt, die Ärmeren werden noch ärmer. Das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite hat die Bundesregierung das sogenannte Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, das die Kapitalseite entlasten soll, aber eben auf Kosten der öffentlichen Einnahmen, die um Milliarden schrumpfen werden und vor allem die Kommunen treffen. Vor diesem Hintergrund wäre es eigentlich notwendig, dass wir alle rebellieren. Das haben Sie abgelehnt, wir haben es vorgeschlagen, dass es dazu auch eine Positionierung gibt. Zumindest aber müssen wir auf kommunaler Ebene alle Spielräume ausschöpfen, um soziale und ökologische Sicherheit für alle Bewohnerinnen in unserer Stadt zu stärken. Heute beraten und beschließen wir darüber, wofür die Stadt Kassel in den kommenden 12 Monaten wie viel Geld ausgibt, welche Stellen in der Verwaltung neu eingerichtet werden, wie viele Mittel für die Umsetzung von STAFO-Beschlüssen zur Verfügung stehen, die teilweise seit Jahren sozusagen in der Warteschleife liegen, ob Schulen, Bürgerhäuser oder Krankenhäuser erneuert werden können, Geld für Vorschläge aus den Ortsbeiräten da ist, wie viele Initiativen, Einrichtungen, Vereine und so weiter bekommen, von der Daseinsvorsorge, vom Wasser bis zur Feuerwehr. Vieles davon kommt allen zugute. Und manches ist vor allem für die Mitmenschen wichtig, die nicht genug Einkommen haben, um gute Versorgung selbst zu bezahlen. Wir alle wissen, dass das Lebensgefühl in einer Kommune auch davon abhängt, wie gerecht und kulturvoll es zugeht, wie soziales Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe entfaltet sind und nicht zuletzt, wie achtsam Natur und Umwelt behandelt werden. Wir Linken wollen, dass Kassel eine Stadt für alle ist. Wir wollen mehr unbürokratische Hilfe für Menschen in finanzieller Not. Wir wollen die vielen Kasselerinnen, die mit anderen Sprachen aufgewachsen sind, besser beteiligen. Wir wollen, dass Initiativen für demokratisches und solidarisches Gemeinwesen mehr Geld bekommen, dass Mobilität für alle ermöglicht wird und dass der sozialökologische Umbau endlich mit größeren Stimmen vorangebracht wird. Für diese Ziele sollen diejenigen etwas mehr beitragen, die finanziellen Gewinn auf Grundlage öffentlicher Infrastrukturen aufbauen können. Deshalb haben wir beantragt, dass der Gewerbesteuerhebesatz moderat von 440 auf 460 Punkte angehoben wird. Damit kämen immerhin 8,6 Millionen Euro mehr Gewinn in die Stadtkasse. Geld, das nötig ist, um Armen unter die Arme zu greifen und um Demokratie und Allgemeinwohl zu stabilisieren.
Die Reaktionen auf diesen Vorschlag sprechen Bände. Herr Nölke, Sie als Kämmerer der Rathauskoalition haben ganz tief in die Mottenkiste der wirtschaftsliberalen Doppel gegriffen. Angeblich würde Kassel seinen Standortvorteil verlieren, gerade weil in den Umlandgemeinden höhere Gewerbesteuern erhoben werden und man gegen diese Umlandgemeinden also in Konkurrenz treten wollte. Herr Nölke, umgekehrt geht ein Schritt raus. Jahrzehntelang haben neoliberale Rezepte dazu geführt, dass Kommunen und Staaten in Konkurrenz um Kapitalinvestoren Löhne und Steuern gedrückt haben. Im Ergebnis waren viele Städte und Gemeinden verschuldet und öffentliche Infrastruktur wurde kaputtgespart. Wir sehen das auch hier in Kassel. Es ist ja kein Zufall oder nicht vom Himmel gefallen, dass die Schulen marode sind. Dass an der Julius-Reuter Berufsschule seit 2 Jahren Gebäudeteile wegen Baufälligkeit gesperrt werden müssen. Das ist doch verrückt. Wir brauchen gute Ausbildung von Fachkräften und die Schulen werden dem Verfall preisgegeben. Daran soll geändert werden, das ist auch gut so, aber es ist ein Ergebnis dieser Politik, die privaten Reichtum fördert und öffentliche Armut zulässt. Mal ganz ehrlich. Was wäre denn auch Tolles dran, wenn, sagen wir mal, ein Logistikunternehmen seine Lagerhallen auf Kasseler Gemarkung errichtet und nicht in Zellmar, in Schauenburg oder in Zierenberg? Die LKWs rauschen sowieso durch unsere Stadt und die Menschen kommen aus dem Landkreis, um hier zu arbeiten oder einzukaufen. Das ist doch viel sinnvoller für alle, wenn die Gemeinden zusammenarbeiten und sich nicht Konkurrenz machen, sondern Kooperationen eingehen. Kapitalistische Konkurrenz ist kein Rezept für Kommunen. Die SPD-Fraktion hat unsere sozialpolitischen Anträge moniert, genau deshalb, weil wir mehr Gewerbesteuern von gewinnträchtigen Unternehmen als Gegenfinanzierung vorschlagen. Und da geht es nicht um die kleinen Einzelhändler in der Innenstadt, die zahlen sowieso keine Gewerbesteuer. Nur etwa gut ein Viertel aller Unternehmen in Kassel zahlen überhaupt Gewerbesteuer. Es geht da ja wirklich um die Gewinne. Da wird ja nicht das Unternehmen selbst besteuert. Ich verstehe die SPD an der Stelle nicht. Sie wollen alles aus den zu erwartenden Haushaltsüberschüssen bezahlen. Aber ehrlich gesagt, was ist denn, wenn es die gar nicht gibt? Was ja durchaus sein kann. Und Herr Augustin, die haben sich in der zweiten Lesung darüber empört, dass die Linke mal wieder umverteilen will und den Reichen was geben. Damit würden die Leistungsträger, ihre Worte, geschröpft und bald würden die Leute, die unserer Stadt die Drücken kehren. Also echt, den Reichen nehmen und den Armen geben. Das ist doch ein prägendes Motto der christlichen Soziallehre. Dann diese Frage von den Leistungsträgern. Wer soll das denn sein? Die Aktionäre von Rheinmetall, die gar nicht so schnell gucken können, die gerade ihre Dividendenkosten anschwellen? Oder sind es vielleicht die Erzieherinnen und Lehrer in den Schulen und Kitas, die mit viel Kreativität und Überstunden unter schwierigen Bedingungen die allseitige Entwicklung unserer Kinder fördern? Sie meinen wahrscheinlich eher die Geschäftsführer der GHK, die den Klimaschutzrat verlassen, wenn sie sich nicht durchsetzen. Wir meinen aber eher die unermüdlichen Aktivistinnen im Klimaaktionsbündnis, die Alternativen zur fossilen Energie pushen. Geht es um die Betreiber des BMW-Autohauses oder geht es um die Busfahrerinnen und Busfahrer? Wer sind denn die Leistungsträger in unserer Stadt? Geht es um Bankvorstände oder um Bäcker, um Immobilieninvestoren oder um die Stadtreiniger? Das kommt halt immer auf den Blickwinkel an. Unser Blickwinkel ist jedenfalls der, der Leute, die für das soziale Allgemeinwesen beitragen und unverzichtbar sind. Das sind die arbeitenden Menschen in allen Bereichen. Und das sind eben auch die in ehrenamtlicher Arbeit, mit ihrem Beitrag zur Care-Arbeit. Das Gemeinwesen aufrechterhalten. Wir sind der Meinung, dass der Blickwinkel sich ändern muss, wenn es gelingen soll, das ökologische Desaster, den Klimawandel, zu bewältigen. Eine ökologische Transformation muss zugleich eine soziale sein, weil sie sonst auf Kosten der Mehrheit geht und auf Kosten der Demokratie.
Vielen Menschen ist bewusst, dass nicht die Reichen bezahlen werden, wenn es um die Kosten für den Umbau hin zur Klimaneutralität geht. Eher wird Haushalten der Strom abgestellt, im Sommer das Wasser rationiert oder das öffentliche Schwimmbad wegen der Gaskrise nicht mehr beheizt, als dass Reiche auf ihre Privatflieger oder Pools verzichten müssen. Und da steckt eine große Problematik drin, weil es ein Misstrauen gegenüber dem klimagerechten Umbau der Gesellschaft schürt. Wir wollen dem entgegenwirken. Die Haushaltsentscheidungen in unserer Stadt können nicht das Ganze heilen, aber wir könnten einen Unterschied machen. Wir könnten deutlicher in soziale und ökologische Absicherung steuern. Und wir könnten die Initiativen für gutes Zusammenleben jenseits von ressourcenfressendem Wachstum besser unterstützen. Ein kleines Beispiel ist die Dauerzahlstelle Flughafen Kassel GmbH. Seit über 10 Jahren wird dieses Prestigeobjekt des damaligen Ministerpräsidenten Koch, werden Millionen von Land, vom Landkreis und von Kassel hineingebracht, weil die Verluste aufgeteilt werden aufs Allgemeine. Wenn dieser Flughafen endlich wieder zurückgestuft werden würde zum Landeplatz, dann hätte er immer noch eine Rolle und eine Funktion. Aber wir könnten uns deftige Geschäftsführergehälter sparen und aufwendige Sicherheitseinrichtungen. Im Haushalt hier in Kassel stünde roundabout 500.000 Euro mehr zur Verfügung, weil die nicht in die Defizittilgung fließen. 500.000 Euro ist ein stattlicher Betrag, zum Beispiel um Busverbindungen in Kassel zu verbessern, dringend notwendig, um die Arbeitsbedingungen der Busfahrerinnen und Busfahrer oben zu halten. Ein anderes Beispiel ist die geplante Investition in Videoüberwachung. Sie haben gerade schon darüber gesprochen. 500.000 Euro, also auch 500.000 Euro, kein kleiner Betrag. Und im letzten Haushalt ist genau dieselbe Summe beschlossen worden. Auch im letzten Haushalt gab es schon 500.000 Euro dafür. Was ist denn eigentlich mit dem Geld gemacht worden? Ist es wirklich so, dass die Sicherheit verbessert wird, dass sich die Leute wohler fühlen, dass es gerechter zugeht in unserer Stadt durch diese Investitionen? Wir haben dazu noch keine Berichte gehört. Es gibt keine Evidenz dafür bisher. Und wir sind der Meinung, dass das Geld an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden kann. Beispielsweise, und das ist jetzt ein Punkt, den wir nochmal vertiefen werden, beispielsweise bei der Jugendarbeit. Es hat mich wirklich total empört, dass Sie als Koalition geschlossen abgelehnt haben, den beantragten Zuschuss, die beantragte Erhöhung des Zuschusses für die Arbeit der Jugendverbände, die im Stadtjugendring zusammengeschlossen sind. Es waren weniger als 100.000 Euro insgesamt. Sie brauchen das Geld, damit Sie Ihre Jugendarbeit, Ihre Jugendfreizeitarbeit auf dem gleichen Niveau weitermachen. Und Sie sagen, nö, dafür ist kein Geld da. Das war die Begründung. Wir haben nicht genug Geld dafür. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz falsches Signal. Der Magistrat hat dieses Jahr einen Haushalt vorgelegt, der zu wenig, wie wir finden, in die richtige Richtung umsteuert, auch wenn er nicht viel Falsches enthält. Wir werden dem Haushalt nicht zustimmen, aber ich möchte mich auch im Namen der Linksfraktion bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung ganz explizit bedanken. Für die ganze Vorarbeit natürlich, vor allem aber auch für die gründliche und verständliche Beantwortung unserer Fragen. Ich denke, Ihrer Kompetenz ist zu verdanken, dass ein Haushalt vorliegt, der funktioniert, zumindest in diesem Jahr. Im Gegensatz dazu, das möchte ich aber schon noch mal sagen, wirkte der neue Kämmerer auch für die Jugend. Herr Nölke, Sie haben in der wichtigen Phase der Einarbeitung und Vorbereitung des verspäteten Haushaltsentwurfs unserer Stadt lieber mit FDP-scher Mütze beschäftigt und Unterschriften gesammelt für das Aus der Bundesregierung. Ich finde, ehrlich gesagt, das hat Kassel nicht verdient. Als kleine Fraktion ohne Finanzverwaltung konnten wir nicht jeden Posten. Aber wir haben uns wirklich reingekniet. Wir haben nachgefragt und mit verschiedenen engagierten Gruppen und vielen von Armut betroffenen Menschen gesprochen. Herausgekommen sind Haushaltsanträge,
die Kasse gerechter machen würden. Der größte Posten wäre ein Nulltarif für alle, die auf Transferleistungen angewiesen sind und Anspruch haben auf die Teilhabegrad. Das hat die Koalition abgelehnt. Der zweite größere Posten wäre ein Pool bezahlter Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die dazu beitragen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Ein großer Teil der Kasslerinnen und Kassler ist nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen und für viele ist das Amtsdeutsch einfach unverständlich. Auch wenn sie mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, Klammer zu. Deshalb ist Übersetzungsarbeit nötig und das kann nicht auf die ehrenamtlich aktiven sozialen Träger und sozialen Träger abgewälzt werden. Es ist nötig, dass Beschäftigte aus der Stadtverwaltung dafür eingesetzt werden. Das erkennen wir auch an. Aber das Problem ist, dann bleibt ja die andere Arbeit, die gemacht werden muss, länger liegen und die Wartezeiten im Bürgeramt oder auch bei der Einführung Bürgerinnen sind schon zu lang. Aus den Vorträgen im Pakt gegen Armut wissen wir, dass weit über die Hälfte aller Ansprüche auf Unterstützungsleistungen gar nicht eingelöst werden, weil sie Menschen schämen, weil sie nicht Bescheid wissen oder weil sie nicht verstehen. Sehr schade, dass Sie auch diesen Antrag abgelehnt haben. Dann wollten wir eine Summe von 100.000 Euro dem Pakt gegen Armut zur Verfügung stellen als Nothilfefonds, damit akute finanzielle Nöte nicht zu Wohnungsverlust oder ähnlich dramatischen Situationen führen. Haben Sie abgelehnt. Angeblich sei kein Bedarf dafür, obwohl wir gerade von Herrn Beck gehört haben, dass der bestehende Nothilfefonds sehr gut nachgefragt wird. Also ich bin sehr sicher, wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, dann würden auch mehr Menschen davon Gebrauch machen. Unsere Anträge auf Zuschüsse oder Erhöhung von Zuschüssen für antirassistische, demokratische, kulturelle und soziale Initiativen haben Sie auch alle abgelehnt, obwohl nichts davon überflüssig wäre. Stattdessen durfte die FDP noch einen weiteren Topf zur Förderung von Unternehmensgründungen aufmachen. Naja, überhaupt hat die selbsternannte Koalition der Vernunft, sagen Sie ja, dass Sie das sind, alles abgelehnt, was von uns oder auch von der SPD an Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen zum Haushalt eingebracht wurde. Kann man machen. Aber ehrlich gesagt, so formuliert man nicht einmal der vorherige Kämmerer und OB-Geselle. Da ist doch schon noch an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustiert worden und nach ausführlicher Beratung im Ausschuss hat man dann eben auch festgestellt, dass unsere Argumente nicht komplett falsch sind. Die neue Kommunikationskultur, die Herr Schöller Sie angekündigt haben und auch im Wahlkampf ja groß herausgestellt, habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Das gilt übrigens auch für die Frage, mit welcher Begründung welche Baumaßnahmen jetzt von der Stadt vorgezogen werden, wo die großen Investitionen reinlaufen und welche Projekte sozusagen in die Warteschlange geschoben werden. Da haben wir in der ersten Lesung drüber gesprochen und da hat Herr Neuler, der da in Verantwortung war, versprochen, dass wir alsbald eine neue Liste bekommen, in der es begründet wird und geklärt wird und nachvollziehbar gemacht wird, ist aber nicht geschehen. Und in der zweiten Lesung haben Sie dann als OB lapidar gesagt, es hätte ja eine Pressemitteilung gegeben und das es geht nicht. Also das finde ich nicht in Ordnung gegenüber ehrenamtlichen Stadtverordneten. Es ist irgendwie ein undeutlicher Akt und ärgerlich. Aber schlimmer als das, was wir so empfinden, finde ich die Haltung, den Ton, den Habitus. Weil da sowas wie Arroganz der Machtherren mitschwingt. Und das ist wirklich ein Problem, weil natürlich auf diesem Empfinden die rechten Populisten ihre antidemokratischen Ressentiments. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, im Gegenteil. Eine Stadt wie die AfD sie will, würde alle Einrichtungen aushungern, die nicht bio-deutsche Menschen unterstützen. Dabei Unterstützung besondere Schwierigkeiten zu meistern. Eine Stadtgesellschaft nach dem Willen der AfD wäre feindselig und missgünstig, ungerecht und rassistisch. Wie gut, dass
die große Mehrheit der Landverordnetenversammlungen das nicht tun. Und wie gut, dass so viele auch gemeinsam auf die Straße gehen, weil sie das nicht wollen und damit Demokratie und Solidarität stärken, die wirklich mehr Platz greifen müssen. Vielen Dank.